Die Nachfrage nach individualisierten Produkten führt in der Druckerindustrie zu einem Bedarf an innovativen Techniken wie dem Inkjet-Druck. Dieser ist im 2D-Bereich weit verbreitet, zum Beispiel beim Druck von T-Shirts, um Kosten zu senken und eine schnelle Auftragsabwicklung zu ermöglichen. Seine Anwendung für 3D-Oberflächen ist jedoch durch das Fehlen geeigneter Kalibriermethoden begrenzt. In meiner Masterarbeit habe ich die Grundidee der Kalibrierung von Profaktor deutlich optimiert und um Funktionen erweitert. Es ist möglich, über das Drucken eines Referenzmusters und Detektieren dieses Objekte bis zu 150 Mikrometer genau auf dem Objekt zu platzieren. Außerdem habe ich einen Stitching-Algorithmus hinzugefügt, der es ermöglicht, auch große Motive auf dem Bauteil platzieren zu können. Ja, als Profaktor entwickeln und bauen wir spezielle digitale Druckanlagen für Freiform-Bauelemente. Und aus den Kundenanforderungen, die sehr unterschiedlich sind, sehen wir, dass einerseits genaue Platzierung und andererseits die vollflächige Dekoration von Bauelementen gefragt ist. Und die Masterarbeit von Daniel, die hilft uns, einerseits das System flexibler zu machen und andererseits die Druckqualität zu steigern. Ich arbeite bei Profaktor als Topic Lead für das Thema roboterbasierter Inkjetdruck. Ich entwickle das Thema täglich weiter und freue mich schon sehr auf unsere erste Industrieanlage. Die 5 Sekunden am Ende, die sind schwer für mich.